Gehen wir mal hier durch. Danke! Ja! Ob ich hier einfach mit Helm reingehen soll? Voll bewahrt. Oh, Kylan. Hallo, Kylan. Ganz vorsichtig jetzt. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein, es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut, ich lasse Sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Ich möchte ja nur mal sagen, also ich mag keine Leute, nur weil ich ein paar Narben im Gesicht habe, meint er direkt, ich würde scheiße aussehen. Dann nächstes Mal kann der was erleben. Dem schieße ich die Fresse weg. Oh yeah, yeah, Tanzbaby. Kelly? Kelly, bist du das? Kelly? Oh yeah. Ja, okay. Flasche Brandy. Kaufen. Benehme ich. Serious Ice Brandy erwerben. Ja. Cool, das ging ja schnell. Barmann. Ich hätte gern einen Drink. Okay, was für Zeug das auch immer ist. Ich trinke gerne Getränke aus einer Röhre. Ach, das Zeug haut mal wieder so richtig rein. Komm, gib mir noch einen. Gleich einen doppelten. Und die nächste. Ja, genau. Immer her damit. Und weg die Kacke. Ja, weißt du was? Ich kann nämlich noch einen. So sieht's aus. Jetzt gib mir mal einen dreifachen. Hol das nächste Röhrchen. Oh yeah. Mach randvoll. Und weg das Zeug. Alles Süße, ich glaube, du kannst mir ruhig noch einen Drink geben. Ja, noch einen. Ja, genau dich meine ich. Gib mir dein Röhrchen. Ja, ganz voll mal. Ja, alles. Wirklich, ja, ist auch wirklich alles drin. Gut. Ja, dann weg damit. Ja, das ist ja. Ich glaube, jetzt langsam gehe ich mal ein bisschen tanzen. Wow, ich will tanzen. Ja, hi. Ihr seht aber schon so ein bisschen cool aus. Hi, ich bin Shepard. Bist du Kelly? Kelly, bist du das? Ich möchte dich umarmen, Kelly. Bitte, Kelly. Kelly, bist du Kelly? Oh. Gott. Wow, jetzt langsam geht's mir wieder besser. Hi, Anto. Bist du Kelly? Ich möchte aber jetzt mit dir reden. Bitte umarme mich, Anto. Nein, du möchtest dich umarmen, Anto. Ja, vielleicht meint ja diese Aria, was, dass sie mich umarmt. Ist das? Oh, das ist Aria Teloak. Oder so. Ja. Ach. Boah, das Zeug haut aber schon ordentlich rein. Dann wollen wir doch mal mit Aria reden. Hi, Aria. Das ist nah genug. Wie nah genug? Stehen Sie still! Ich stehe doch still. Wozu der Scan? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aha, das Ende. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel.
Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Leg dich nicht mit Arya an. Okay. Ich habe ähnliche Regeln. Nein, das ist einfach genug. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Das ist aber nicht sehr nett. Also, was kann ich für Sie tun? Ja, vielleicht kannst du mir so ein bisschen was über Archangel erzählen. Ich möchte zu Archangel. Sie und Halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Halb Omega? Was wollen die denn alle von dem? Sind alle hinter ihm her. Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Das klingt perfekt. Genau sowas brauche ich. Genau so einen suche ich. Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Ach so, ja. Was denn für Schwierigkeiten? Vielleicht kann man die ja auf Seite räumen, so ein bisschen so, ne? Mit Waffengewalt und aggressiven Fahndungen. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen sie bestimmt. Ja, okay. Dann hast du vielleicht noch Infos über Archangel. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Okay, und welche Gruppen genau verfolgen ihn jetzt? Welche Gruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Okay, und was ist mit ihnen? Sie, Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin das ich gesund. Zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Ja, danke für die Infos. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Ja, okay. Und vielleicht kriege ich auch noch ein paar Infos über Mordin. Ich suche nach Mordin Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Mordin immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Ach so. Kennen Sie ihn? Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Okay. Kann ich vielleicht noch ein bisschen was über Omega erfahren? Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führung. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Okay. Können Sie mir vielleicht was über sich selber erzählen? Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich Sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Okay, und warum sind Sie so gleichgültig mir gegenüber? Und wir sind schon mitten im Geschäft. Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Okay. Gut, vielen Dank. Dann begeben wir uns mal auf die Suche nach Archangel und Mordin. Vielleicht komme ich später wieder. Vielleicht werde ich hier sein. Tja, ziemlich viele Vielleichts.
Miranda, was ist mit dir falsch? Okay, gut. Dann haben wir zumindest schon mal unser Gespräch mit Arya gemacht und uns praktisch die Erlaubnis erteilt, was hier uns umbringt. Anton, ich wollte mich nochmal entschuldigen für eben. Ja, es tut mir leid, Kelly, Anton. Ja, okay. Gut. Aber bevor wir uns jetzt hier gleich mit irgendwelchen Söldnern, Anwerbern besprechen, wird das hier auch erstmal die Aufnahme unterbrochen, weil wir werden uns hier natürlich auch noch die ganze Nacht im Afterlife vergnügen. Und daher werden wir jetzt erstmal die Zeit nutzen und uns einfach bei der nächsten Aufnahme wiedersehen. Bis dahin. Ja, trinkt nicht zu viel. Alkohol ist böse oder so. Genau. Bis zum nächsten Mal.